Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Herr Sofort, was ist das? Ich weiß. Herr Sofort, was ist das? Wie sehe ich da aus? Herr Sofort. Was denn? Was haben Sie mit mir gemacht, Herr Sofort? Ich habe nichts mit Ihnen gemacht. Was, Herr Sofort, machen Sie das gleich wieder weg. Nein. Herr Sofort, machen Sie das gleich wieder weg. Was? Ich weiß nicht, was das ist. Herr Sofort, was ist das? Ich weiß es nicht, das ist... Das ist eine Krankheit. Sie sind Farbeimer gefallen. Das kann nicht wahr sein. Machen Sie das weg. Nein, Sie bleiben für die Folge schön. Dieser pinke Bär. Nein. Kein Waschbär mehr, jetzt pink. Wir gehen in einem Shop vor. Na, wegen dem Pinkbären da, ja. Hier, wegen diesem komischen, immer wenn dieser blöde Kuschelbeauftragte drin ist, sehe ich total kacke aus. So, wir haben also hier drüben den Star Wars Shop und wir klicken jetzt einfach mal die Benotungen durch, wie das denn so aussieht. Der Traitor zum Beispiel 4,435x7 Modes, 0 Reminders. Auch im Gameplay mit drin gewesen. Genau. Sith Trooper. Auch im Gameplay. Sprechen wir mal bitte Sith Trooper aus. Der Sith Trooper. Der Sith-Trupper. Genau, so ich, wir sind irgendwie nicht mehr in der Kamera. 3,95 bei 10 Votes und 2 Reminders. Warum sind wir nicht in der Kamera drin? Ich verstehe das nicht. Finn, ja, Finn hat irgendwie gar nicht gut abgeschnitten. Nee. Warum funktioniert die Kamera gerade? 2,565 bei 9 Votes und 0 Reminders. Und Schlagstock. Gucken wir auch mal ganz kurz rein hier, wo waren das jetzt? Oh. Ja, wenn man nicht vorsortiert, ne? Dann muss Nein. man suchen. So, hier 4,885 bei 8 Votes und 0 Reminders. Das ist mit der Kamera, wo zeigt die denn hin? So, dann haben wir hier den TIE Fighter, der aus der 4. Episode, 5. und 6. Episode. Und wir haben 4,835 bei 6 Votes und 0 Reminders. Und Widerstand, Daumen hoch. Dort haben wir eine Benotung von 3,17 von 5 bei 6 Votes und 0 Reminders. Das war's von dem Set. Dann kommen wir zu Ray. Ray hat eine Benotung von 3 von 5 bei 6 Votes und 0 Reminders. Und dann haben wir Ray's Kampfstab, Ray's Quarterstaff und 3,55 bei 8 Votes und 0 Reminders. Denke ich mir, dass der ein bisschen schlechter abschneidet. Ja. Dann, haben wir das ganze Packet ja nochmal im Gepäck. Aber jetzt haben wir erstmal den neuen Einschub. Übrigens, wir können den Creator Code zur Folge des Telefon nicht mehr benutzen. Schaut. Geht nicht mehr. Jo. Geht generell keinen Creator Code mehr. Schau, und jetzt kann ich nicht mehr den Creator Code ändern. Weiß nicht, was da los ist. Momentan wieder alles verbuggt. So, Schritt wechseln. Ist ein mega geiler Emote, habe ich mir auch geholt. Mega cool. Ich glaube, kennt jeder. Ja. Hab ich auch gekauft. 10 vor 10. 3,955 bei 31 Votes, das ist am 16. April 2019 Schock gewesen, am 11. Mal um 29 Reminders. Den brauchen wir auch gar nicht mehr zu bewerten. Ja, brauchen wir nicht. So, weiter geht's hier mit dem Saxophon Groove. Mega geil. Ja. Wirklich mega geil. Ja. Also. Ich glaube, wenn du mal langsam das Ding finden würdest. Das gibt's nicht. Da ist es. 4,3955 bei 18 Votes. 24. Juli 2019 Schock gewesen. Seit 5 Mal und 6 Mal Minus. Und wir kommen jetzt zu Facet. Ja, finde ich persönlich. Ja, es ist okay. Aber es ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Ja. 3,3955 bei 33 Votes. Das ist am 9. August 2019 Schock gewesen. Seitdem 6 Mal und 33 Mal Minus. Und Hampelmann. Ja, den haben sie mir ja geschenkt, um mich ein bisschen zu triggern. Ja. So, für 200 V-Bucks das Guck mal, Teil. Du siehst ja auch so aus wie ein Hampelmann, oder? Ja, vielen, vielen Dank. So, das sind dann eher sie. Also. Ja. 3,15 bei 9 Votes. Zum ersten Mal am 24. Juli 2019 Schock gewesen. Seine 4 mal 3 Reminders. Und oberpeinlich. Oberpeinlich, ja, so sehe ich momentan. Mal. So sehe ich momentan aus. Oberpeinlich, ja. Vielen, vielen Dank. Das ist Facepalm. Herr Sofort, ja. Facepalm. Ja. Der sortiert das nie vor. Dann blickt er nicht durch, Pico dann checkt 0, 7, das 5, nicht. 15 Worte, 22. Februar 2018 Schock gewesen, seitdem 15 Mal und 27 Mal anders. Und so. Wir kommen zu Gage. Gage? Ja, cool. 3,145 bei 14 Worte, am 3. Juli 2018 Schock gewesen, seitdem 5 Mal und 14 Mal anders. Und jetzt kommen wir zu... Oh nein, jetzt kommt
Oh, wer ist das denn? Oh nein, jetzt. Oh, der sieht ja den Bären hier ganz, 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 ganz. Nein, das hat mit mir gar nichts zu tun. Geh weg. Pfui, das geht ja. Pfui. Guck mal, das ist. Aber pfui. Das sieht ja eigentlich gleich aus. Nein, das hat mit mir gar nichts zu tun. Die ist hässlich. Eigentlich sieht es doch gleich aus. Schlecht aus. Eigentlich, guck mal, geh weg. Eigentlich sieht das gleich aus. Nee, ich mag mit der nichts zu tun haben. Ja, aber das sieht gleich aus. Tun Sie die mal weg da. Guck mal, das sieht gleich aus. Hässlich, so. Sie wiederholen sich. So. So, okay. Also ja. Okay. Da, das ist ein schönes Pärchen hier. Was? Nein! Tiger. Da wollte ich einfach raus. Tiger so. Und. Okay. Und da Cuddle Team Leader. Oh Gott, wir haben ja gar nicht bewertet, ja. Nee. Hier, warte mal, wo ist denn der? Hier. Wo ist denn der? Klassiker. Hier. 4,165 bei 288 Votes, also am 10. Februar 2018 Schock gewesen, 27 waren 221 Reminders. Da denkt man, man kann hinter dieser komischen Karte mal gehen und dann ist der Mund unten frei. So. Cuddle Cruiser. Cuddle Cruiser für 800 V-Bucks. Auch mega geil. Gefällt mir sehr gut. 3,395 bei 18 Wurst, das ist am 2. April 2019 Schock gewesen, seit dem 7 mal 8 Reminders. Schauen Sie mal, sofort, da fliege ich. Ab, so. Ab morgen. Ja, stimmt. Kuschelkrallen. Stimmt, ab morgen. Siehst du ja wieder normal aus, ne? Ja! Wie ein echter Waschbär. Das ist ein Glück. So. Echt? Ja, schrecklich. Okay. Cuddlepaw. Ja, drei, für 800 V-Bucks. 3,755 bei 20 Volt. Das ist am 15. Februar 2019 im Shop gewesen. Seit 9 Mal und 8 Mal das. Und Kuscheltraining. Kuscheltarnung. Tarnung? Nicht Kuscheltraining, Kuscheltarnung. Tarnung, ah ja. Eieieiei. Ich weiß, es auch im Nachhinein, ist aufgefallen. Kann irgendwas nicht stimmen. 3 von 5 bei einem Wort und 2 Reminders. Das war 21. August 2019 Schock gewesen, seit dem 4 Mal. Oh, du redest mir einfach mitten rein. Unfair. Jetzt kommen wir zu Rote. Ja, nee. Ja, mach mal, Ken, da Kenji und nee, Kuno. Nee, kommen wir erstmal zu Kunio. Kunia. Boah. Kuno. 4,275 bei 75 Wort 2016, März 2019 Schock gewesen, seit dem 9 mal 99 Reminders. Oh, 999. Okay. Kenji. Kenji, ja, sieht auch cool aus, irgendwie. Kenji, hier. 3,385 bei 48 Wurzeln, 16. März 2019 Schock gewesen, seit dem 10 mal 28 Reminders. Klauen. Die Klauen. Klauen, ja, das die ja. Talons. 4,15 bei 20 Wurzeln, also am 19. Juni 2019 Schock gewesen, seit dem 6 mal 32 Reminders. War noch, glaube ich, die ersten Doppelpicken im Shop. Ja, stimmt, kann sein. Verbannt. 3,855 bei 13 Wurst, das ist am 12. April 2019 Schock gewesen, seit 6 Mal und 10 Reminders. Und der Falco, der ist mega. Der ist mega, 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 geil. Mega, 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 ja, absolut mega. Und jetzt muss ich mal, ja, genau. Hier 4,185 bei 45 Wurst, das ist am 12. April 2019 Schock gewesen, seit 8 Mal und 27 Reminders. Und damit kommen wir jetzt zu Rodiade. Und ja, Rodiade hat eine Benotung von einem Moment. Das ist die Benotung, genau. Hier. 4,85 bei 15 Wurzeln erstmal am 1. Oktober 2019 Shop gewesen, seit dem 2 Mal und 86 Reminders. So, jetzt bewerten wir den ganzen Item Shop, ne? Erstmal übrigens Creator kurz vorher steht ihr vor, den ich nicht mehr gerade eintragen kann, weil hier ist ein Häkchen und fortan ist wieder verbuggt. So, jetzt kommen wir zum zur Bewertung des Item Shops. Das ist das sieht gut aus, also ein bisschen verrückt. Sieht gut aus. Warum ist das so verrückt? Ja. What do you think? What do you think of this shop? Ja, genau. What do you think of this shop? Genau. Herr sofort. Also, ich muss sagen, der Shop ist ziemlich schlecht. Also, ich meine, die Star Wars Items, die waren ja gestern schon drin gewesen. Aber sonst die waren gestern schon drin, aber sonst, ja. Der Shop gestern hat von mir ein Love It bekommen, auf jeden Fall. So, 3 Love It, das hier bekommt ein Hate It. Ja, also muss ich auch sagen, bin ich auch kein großer Fan von dem Shop, also insofern... Ja. Also jetzt, wenn man von den Star Wars Items natürlich absieht. Ja, genau. Ja. 1916 Hated, 420 Hated mehr und 400 Love It. Das ist schon krass, also ja. Das ist... Das Doppelte, ey, überleg mal, das ist Doppelte von It's mehr und Love It zusammen. Genau, das ist doppelt so viel wie an den beiden zusammen. Ja. Noch mehr als doppelt so viel, überleg mal, das Doppelte wären 1600. Stimmt, und dann wäre sogar fast... Oh mein Gott, fast wäre, das wären ja wahrscheinlich, das wären ja dann noch quasi 2,5, nee, doch, 2,5 mal. Fast, ja. Fast 2,5. Hammer, oh, Hammer, ist, Hammer. Das ist schon übel. Ja, voll. Oh. Vor allen Dingen, dass du das auch bei vielen Shops einfach direkt siehst, so. Du siehst, Love It, viele, oder Hate It, viele, oder
It's mehr viele, aber das gibt's kaum. It's mehr. Da, it's mehr viel gibt's. Aber es gibt halt meistens entweder Like oder halt Dislike. Aber es genau. gibt mehr Dislike als Like, weil. Ja, das ist richtig, ja. Ist einfacher zu haten. Wobei jetzt hier bei dem Shop gestern war es ja so gewesen, dass Love It und Hate It schon ziemlich. Also es gab viele Hate It's und es gab viele Love It's. Ja. Aber It's mehr eigentlich fast gar nicht. Ja. Also entweder liebt man Star Wars oder man hasst es. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den YouTube-Kanal. Und schaut euch das nächste Mal, wenn es wieder heißt, fordern Day Shop News mit uns beim Bis dahin und tschüss.